Erst noch so einer und dann noch so einen dicken da hinten. Und der dicke lasst wieder seine. Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es drei, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Jawohl, Chef. Ich suche erstmal Muni. Neue Aufgabe hinzugefügt. Oh, hier geht was genug Muni rum. Die arme Kuh, alle tot. Alle in Säcke über dem Kopf. Ja, und alle einen Kopfschuss gekriegt. So ist es schon bestimmt gedacht. Viel hilft die. Aber da lebt noch einer, der komische Sack lebt ja noch. Aber jetzt kann ich bestimmt meinen Stärke 5 Anzug kaufen. Stärke 5 Anzug? Nein. Oh, was haben wir denn? Halbleiter Diamant. Das sieht aber gut an. Luftkanister, halte ich mal. Projektilwaffen habe ich jetzt genug. Impulsgewehr. So. Lass mal ein bisschen. So, und nochmal zwei neue Energieknoten. So. Ich muss hier noch Reserven halten. Aber ich will noch meine Waffen noch ein bisschen skillen. Achso, geht's hoch. Ja, ich kann auch hier lang. Jawohl. Also, da kann ich gleich meine Waffen upgraden. Komm ich hier? Ist das wieder so eine Toilette? Kapazität könnte ich noch mal erhöhen. Da will ich aber Nachladegeschwindigkeit. Ich brauche noch ein paar Dinger brauche ich noch. Ein paar Energieknoten, um diese Waffe voll aufzuskillen. Ich glaube, die sind noch beide eine der besten. An welchen Hoffnungsschimmer klammern Sie sich? Wenn alles um sie herum hoffnungslos zu sein scheint? Dr. Cross war eine wahre Gläubige. Sie hatte Vertrauen und wartet jetzt auf ihre Transformation. Ihre Wiedergeburt. Sind Sie bereit? Den Tipp töte ich, das ist mir egal. Natürlich sind Sie das. Haben Sie keine Angst. Sie werden bald schon Ihre Rolle erfüllen. Werden Sie Zeuge der Überführung eines wahren Gläubigen? Au. Sie sind bereit. Nehmen Sie sie an. Heißen Sie sie willkommen. Warum tötet denn diesen Spacken keinen eigentlich? Warum diesen Typ niemand tötet, das frage ich mich auch. So. Warum du nicht rennst, das frage ich mich auch. Ja, Fragen bekommen. Warum das denn? Ja, komm mal rein, sonst. Irgendwas knatscht da so. Da sind da draußen welche. Ich muss euch töten, sorry. Kann es nicht da glauben, dass ihr verwandelt werden. Dass ich das nicht erlauben kann.
So. Loot. Oh nö. Ach Gott. Ach Gott, nö. Ja, siehst du, deswegen habe ich mir das Ding eben eingepfiffen. Ich hasse diese Dinger, die sind die schlimmsten. Diese Dinger, die schlimmsten sind, die wo sich so knödeln, da 10.000 andere draus werden. Das ist echt beschissen, nämlich gegen die zu kämpfen. Dass ich jetzt so viel Geld kriege, das ist nicht cool. Gut, hat er kaum Damage gemacht, der Kleine. Jetzt kann ich rennen. Gut. Bevor er auf irgendwelche dumme Ideen kommt. Was habe ich jetzt eingesammelt? Energieknoten. Jetzt muss ich da raus. Ich glaube, ich habe die Sammelkarte eingesammelt. Ja. Jetzt wir nach oben. Richtig erkannt, Herr Futur. Aber ich habe noch 10 Minuten, habe ich noch. Nein, 15 Minuten noch. Da habe ich diese Aufnahmesession auch beendet. Und wir sind fast durch, oder? Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und ich weiß, dass Sie es interessieren wird, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navikarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Beeilen Sie sich. Jawohl, mache ich doch, glatt. Na, darum. Ja, darum. Warum? Darum. Oh oh. Oh oh, der hat schon vorbereitet. Alter, das kriegst du nicht da? Stirbt. Gut, mit der Waffe kriege ich es echt nicht. Ändern? Aua! Ein Schuss. Und Schluss. Oha. Drei neue hingelegt. So, jetzt müsste aber der down sein. Habe ich auch gleich. Habe ich noch was? Nein, ich habe natürlich kein Medikit mehr. Keine Nachlademunition, also diese 6 Schuss. Das hat nicht gelangt. Scheiße. So, jetzt habe ich sie aber alle. Jetzt wird Medi wäre nicht ganz schlecht. Was habe ich gekriegt? Ein Medi habe ich gekriegt, das habe ich gesehen. So. Dann krabbel ich hier was nicht so ganz ungeschoren darum. Also. Und noch ein Medi, großes Medi, reich rein.
Ich brauch's. Gibt's auch noch was? Geld. Geld regiert die Welt. Geld. So. Ah, habe ich den Schlüssel gehabt? Aufzug fährt, da kommen wir nichts entgegenkommen. Das ist ein stabiler Aufzug. Das ist ein stabiler Aufzug, ist, da passiert mir nichts. Ach, darum. Noch mehr Geld. Die Lebenserhaltungssysteme im Schlafblock B wurden ausgeschaltet. Du brauchst eine Überbrückung, um zur Tür zu kommen. Neue Aufgabe hinzugefügt. Jo, da ist wieder ein Speicherplatz. So, Delle. Dann gehen wir erstmal hier hin. Koja. Alter, was ist denn? Glaubst du das jetzt? Was denkst du, ich treffe das scheiß Ding? Ja, ich hab's getroffen. Ah, oh Gott. Jetzt aber auch wieder Muni gekostet. Und jetzt kriege ich aber Leben ohne Ende. Jetzt Leben kriege ohne Ende. Großes Medikit, kleines Medikit und Munition. Nein, wieder mittler großes Medi. Tö. Aufgabe überfüllt. Lebensaktivierung wiederhergestellt. Ah ne, da hinten ist die Muni. Ich sehe, was das ist. So. Lebenshaltungssysteme sind wieder online. Moment. Da ist doch was gewesen. Die Waffe ist zwar nicht sehr präzise, aber sie macht Damage. Dass sie Damage macht. Und hat eine große Kappa, deswegen. Kann man das lassen. Oh, da ist noch eins. Da können wir jetzt reingehen. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten eintreten. Aua. Oh ja, ist klar. Erst noch so einer und dann noch so einen Dicken da hinten. Der Dicke lässt wieder seine Kinder raus. Ist doch behindert. Und ist auch noch nicht tot. Jetzt ist er down. Wie noch von den Vieh? Der ist immer noch nicht, doch. Er ist down. Eins. Oh, fuck. Das muss ich jetzt ohne Ding machen. Cutter. Eins noch. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Jo, ist klar. Boah, da ist auch wieder so ein kleiner Drecksack wieder. Stirb! Stirb auch, ohne deine Brot rauszulassen. Oh Gott, da ist jetzt auch nochmal so ein großer. Zum Glück habe ich die Sauerstofftanks nicht fortgejagt. Kontaktieren. Ja.
Ja, ich geb dir ja einen Sauerstoffkanister, jetzt mach keinen Schiss. Und Medik hast du gekriegt, so, jetzt ist da beides wieder. Zerschreddert. Mein Stasis ist auch gleich. Funktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Wo muss ich denn hin? Wieder raus. Warum hätte ich denn hier reingesollt? Hin ist noch natürlich. Jetzt hole ich mir erstmal frischen Sauerstoff. Erstmal frischen Sauerstoff holen. Der macht hier wieder ein Geschiss hier. Kuh beim Gras rupfen. Da muss ich rein. Okay. So. Ist echt nichts mehr zu machen? Nee, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Und weil da ein Speicherort war. Ich guck mir nochmal hier alles an. Dass ich mir alles nochmal angucke. Ja, gut, die Klos wohl. Das sind nur Zigaretten. Nee, ich will nochmal in das Vakuum-Ding da rein, weil das sind ja zwei Türen gewesen. Hier. Und die ist geschlossen. Achso, okay. Also da will ich nochmal kurz rein. Weil da war noch was. Ich bin mir sicher, dass da noch was war, was ich noch nicht gelootet habe. Da war ich noch nicht drin, deswegen. Wisst ihr? Munition. Übrigens hätte ich jetzt hier nicht nochmal hergebraucht, aber was man hat, hat man. Bisschen Geld kann man auch noch mitnehmen. Gut, ich denke mal, das war's dann. Dann speichern wir jetzt hier noch einmal und dann würde ich sagen, haben wir eine Stunde lang aufgenommen. Und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmesession. Und dann dürften wir auch bald ans Ende gelangen. Also ich hoffe, dass ich es Anfang nächstes Jahres so bald wie möglich beende. Und bis dahin, tschüss.